Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde mit meiner kleinen Hexe. Wir waren ja letztes Mal in der Stadt, haben Berufe gelernt und ich habe jetzt erstmal den Weg wieder zurückgemacht. Und jetzt machen wir die Quest. So, wir sollen ja jetzt einmal den Kopf des Ausgrabungsleiters holen. Da ist mein kleiner Wichtel. Ach ja, wir haben ja jetzt Kräuterkunde. Das heißt, wir können ja hier die Kräuter sammeln. Und das gibt ja noch mal extra EPs. So, Herr Ausgrabungsleiter. Rauf mit Ihnen. Ich laufe da schon mal hoch. Ihr sehen könnt hinter Blutdistelblut. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Blutdistel überhaupt was anfangen kann. So, dann warten wir mal. Na komm. Das packen wir ein bisschen weiter nach hinten. So. Ach komm. Das geht irgendwie total schnell, ne? So, Quest erledigt. Das ging ja mal lucky zucki. Gehen wir mal aufs Moped. Ich hole mal eben die beiden Pflanzen hinten auch noch. Weil, da habt ihr gesehen, das ist ja eine Menge EP, ne? 130, ja. Das lohnt schon. Silberblatt. Oh ja. Oh ja. Nehmen wir. Oh, da ist eine Miezekatze. Ja. Können wir uns gleich immer noch holen. Ich hab noch gar nicht geguckt. Können wir mit der Blutdistel überhaupt irgendwas. Oh ja. Nehmen wir. Erhöht die Zaubermacht. Ja, das ist halt. Huch. Ach. Wir sollen ja hier zu den. Genau. Zu den Jungens hier. Lehrling disziplinieren. Einmal. Was? Oh nein, nicht schon wieder. Oh. Was aber da hat Silberblatt. Ja, das machen wir alles unterwegs mit. Theoretisch könnte ich den Beruf ja auch erst später hochlernen. Hochskillen. Aber ich habe ganz gern immer irgendwie einen Beruf unterwegs. Außerdem kann ich dann noch mal viele kleine Rezepte, die ich unterwegs bekomme, gleich einpacken. So, die Jungen, die das ist ja rechts und die andere gehen wir ja oben ab. Ach guck mal, bist du schon wieder verwandelt. So schlimm war es ja jetzt auch nicht. Ich habe gesehen, dass mit der Hexe, das kam eigentlich ganz gut an bei euch. Das freut mich. Ach, da muss ich lang. Ich hoffe, ihr begleitet mich auch den ganzen Weg, bis wir oben sind. Bin mal gespannt. Ich meine, die hat jetzt accountgebundenes Equip an. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Kleine es bis zum nächsten Add-on locker auf die 110 schafft. Ja. Und, ja. Gucken wir mal. Morgenluft. Machen wir. Morgenluft war noch ein Stückchen weiter runter. Genau. Ich weiß jetzt nicht, gehen wir jetzt den Stab noch ab? Bevor wir nach unten gehen. Weil der unten, der wird uns wahrscheinlich noch weiter nach rechts schicken. Ich glaube, wir gehen erst nach Morgenluft, weil die schicken uns hier, glaube ich, eh nochmal darüber. Ja, komm. Gehen wir erst nach Morgenluft runter. Ich hole mir jetzt das Kraut, bevor mich das jetzt noch dreimal anguckt. Und wir haben die Miezekatze gepult. Ja, macht nichts. Na komm. Na komm, Muschi. So. Nicht mehr lang und wir können uns spezialisieren. Da freue ich mich schon. Na? Ich meine, es spielt ja jeder was. Hat ja jeder eine andere Meinung, was jetzt das Beste dafür und das Beste dafür ist. Ich mag halt die Dämonenhexerin am liebsten. Wir haben sie ja damals mal angetestet und ich fand es eigentlich ganz toll. Ja. Und ich denke, ich bleibe da auch bei.
Man hört, meine Stimme ist ein bisschen. Es ist früh, Leute. Guckt auf die Uhr bei der Map oben. Es ist wirklich früh. So, jetzt mache ich noch einmal die Mieze. Die brauche ich zwar gleich auch nochmal, aber. Ich möchte da vorne ans Kraut. Da ist auch noch eins. Jawohl, Stufe 9. So, jetzt gehen wir aber erstmal da hoch, bevor wir weitermachen. Wir krabbeln hier gleich noch genug rum. Deswegen können wir auch erstmal ins Lager gehen. Den Flugpunkt brauche ich mir nicht holen. Den haben wir komischerweise schon. So, einmal zum Hafen. Oh, hier sind so viele schöne Quests. Guckt euch das an. Da haben wir eine Quest. Da haben wir eine Quest. Da ist das Gasthaus. Machen wir das mal. Wollen wir uns hier wenigstens hinporten. Das nehmen wir mal mit. Ich glaube, von hier aus sollen wir auch jetzt nochmal nach in die City. Ach so, der ist da oben. Wie komme ich denn jetzt zu dir hoch? Von außen wahrscheinlich. Ah, genau, von hier. Guten Tag. Ich sollte hier hinkommen. Und da kriege ich gleich die nächste. Mit dem hier fliege ich gleich in die Stadt. Das machen wir zum Schluss. Gehen wir erstmal die anderen hier. Da oben ist auch noch was. Die machen wir auch noch später. Genau. Da geht's ja gleich ins andere Gebiet rüber. Guck mal, wie viel Fragen. Ach, wie viele Fragen. Wie viele Quests wir jetzt haben. Hallaliwatwi. Aber wir machen erst den hier. Dann haben wir das nämlich. Das hätten wir vorher machen sollen, bevor wir in die Stadt gegangen sind. Genau. Flieg mich nach Silbermond. Wir müssen nämlich jetzt die Ware abgeben, dann können wir aber auch gleich den abgeben. Dann kriegen wir hier wahrscheinlich nochmal hier Quest. Oder hier, irgendwo war das hier. Ah. Ab Stufe 15 gehen wir ja sowieso mehr Dungeon wie Questen. Das geht ja in Rucki-Zucki. So. Jawohl, ja. Dankeschön. Und einmal darüber den Disziplinstab abgeben. Prost, Kaffee. Und wo ist er denn? Da ist er. Meister, hier. Und es gab eine neue Tasche. Wow. Da ist noch ein Blümchen. Nehmen wir noch mit. Können wir uns ja mal hier die Leiste legen, dass wenn die ausläuft, können wir die gleich wieder reinpacken. Dann bringen wir mal eben das Ding weg und dann müssen wir sowieso erstmal zurück. Das ist, glaube ich, ja, genau, da müssen wir nämlich die Katzen töten. Eine von denen, die uns gerade angegriffen hat. Und da kommen wir eh noch an mehr Kräuter dran, von daher. So. Die anderen auf die andere Seite vom Gasthaus. Das ist immer praktisch, dass man hier durch die Wände, durch ein Gasthaus, durch die Wand auf die andere Seite kommt. Woanders muss er dann immer kreuz und quer durchlaufen. Und ins nächste rein. Irgendwo hier steht auch mein Bankschar, glaube ich. So. Guten Tag. Einmal abgeben. So, und wieder zurück. Das ist immer diese Flugquest ist immer das Schwerste. Wow. So, und jetzt müssen wir wieder zurück. Obwohl früher, wenn ich mich da an manche Quests erinnere, da bist du wesentlich länger durch die Gegend gerannt. So, kurz vor Ende mounten wir dann auch noch ab. Aber das geht gar nicht. Bis durchs ganze Gebäude gekommen und am Ende muss es doch nochmal laufen. Mann, 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 Mann.
Aber lasst uns mal über das neue Add-on reden. Wer von euch hat sich denn schon mal Gedanken gemacht, was er denn... Es sind ja jetzt nur Unterrassen bekannt. Welche Rassen wollt ihr denn spielen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Ich fand es ja ein bisschen schade, dass die Elfen auf Frauenseite keine Druiden sein können. Nur halt die Tauren und die Trolle. So. Aber was will man machen? Aber ihr könnt mir ja mal erzählen, was ich spiele. Wenn ihr Allianz-Seite spielt, was ihr da spielen wollt, also auf Allianz, da würde ich wahrscheinlich auch die leeren Elfen spielen. Und auf Horde werde ich definitiv die Suramar-Elfen antesten. Die werden natürlich nur das können, was die Blutelfen auch können, von der Klasse her. Schade, schade, aber ist halt so. Außer die ändern natürlich noch irgendwas, aber bezweifle ich. Ich hätte mir eine Elfenklasse gewünscht für Druide. Aber naja. Naja, naja. Kann man nichts machen. So, wir sind gleich schon 10. Huhu. Also, wir gehen jetzt. Da, ne? Wir gehen jetzt Miezekatzen farmen. Was war das? Bachtatzenpelz. Kochen werde ich mit der hier jetzt hier nicht skillen. Weil, weiß nicht. Das sind Sachen, die kann man später in Draenor oder in. Wollte gerade sagen, wo ist denn meine Katze hier? In Draenor oder in Legion. Oh. Bäumchen, dich will ich eigentlich nicht töten, aber du stehst mir gerade im Weg. So, wir gehen mal ein bisschen weiter rein. Na, Katzi, Katzi. Komm, Katzi, Katzi. Mietz, Mietz. Oder wie man so schön sagt. Oh, das gibt's da nicht. Was haben wir hier? Der Mangel am Blutdistel. Ja, komm, dann hauen wir uns wieder eine rein. Der Mangel an Blutdistel. Gehen wir jetzt hoch? Ja, komm, wir gehen das hoch. Außer Reichweite. Achso, da oben ist ja, glaube ich, dieser Grenzübergang. Da ist nichts drin. Ja. Ich finde das schade, dass teilweise noch nicht mal mehr Kupfer oder so drin ist. Das gab es früher so eigentlich auch nicht, ne? Dass da gar kein Loot mehr drin ist. So, zwei Wachtatzen. Nix drin. Da sind noch mehr Muschis. Oh, die Reichweite ist schon echt hart, ne? So, muss ich aber mal sagen. Wo kommt mir das jetzt nur so vor? Naja, mal schauen, wie weit ich komme, wenn die ein bisschen größer ist. Ich meine, am Anfang ist es jetzt nicht ganz so wild. Man hat ja am Anfang auch erstmal alle Skills ein bisschen durcheinander. Ab 10 splittet sich das, also gleich, ne, so ein paar Prozenten. Weil wir ja erstmal sehen, wie es genau mit der Aufteilung ist. So, noch zwei Pelze brauchen wir. Ach, da ist so ein Bäumchen. Du stehst mir im Weg. Es tut mir leid. Und kräutern kann ich ihn auch nicht. So, jetzt haben wir hier noch drei Katzen. Beten wir, dass drei Katzen noch zwei Fälle haben. So, dass zwei Katzen noch zwei, noch ein Fell haben. Oder, nee, drei sind ja auch drei. Guck mal. Oh, da ist auch ein Blümchen. Oh, das sind sogar vier. Guck mal. Was haben wir letztes Mal im Stream gesagt? Oder gestern Morgen?
Ja, ich brauche 5 Tatzen, Prügel 100 Tiere oder so. So, aber. Aber ich möchte das Pflänzchen noch haben. Also muss ich die Miezekatze da noch entfernen. Komm mal, Wichtel. So. 376 habe ich für das Blümchen gekriegt. Wow. So, dann gehen wir mal hier lang. Ach, Katze. Jetzt nicht. Nö. Ich könnte eigentlich auch das Erz mitnehmen. Ich möchte aber nicht. Was ist das denn? Bäumchen, ne? Ja. So. Gehen wir die erste schon mal wieder ab. Ach, guck mal, da sitzt einer. Bam! Stufe 10. Was haben wir hier? Agonie. Aber. So, wir sind jetzt gerade auf Gebrechen, Zerstörung. Ich will Demo machen. Ich möchte Demo. Das heißt, wir haben Handvoll Gudan, Schattenblitz, Adalas. Das hier ist. Okay. Mehr haben wir, glaube ich, noch nicht. Doch Dämonen beschwören. Ja, im Moment ist es nur der Seelensplitter, stellt man so her. Ja, was ist das? Eure aktiven Dämonen mit dunkler Energie, die ihr Tempo. Okay, das ist. Es kommt als nächstes Blutsauger, Schreckenspirscher. Ach so, das ist neue Furcht. Gesundheitsstein gibt es mit 18. Okay, mit 20. Muss erst mal gucken, was sich so geändert hat. Genau, Unterwasseratmung. Oh, da ist er. Succubus. Stufe 28. Teufelsjäger. Teufelswache. Verdammniswache. Mit 50. Höllenbestie mit 58. Seelenbrunnen gibt's. Meister Dämonologie. Dämonisches Tor. Mit 80, ja. Ja, nö. Alles klar. Dann rufen wir mal das kleine Wichtel. Ah, guck mal, jetzt können wir ihn auch steuern. Wird euch helfen? So. Guck mal, dann gibt es auch gleich die nächste Quest hier um. Wunderbärchen. Kann ich ihn jetzt endlich umbenennen? Nee. Folgt der Straße, die von Morgenluft aus nach Süden führt und haltet Ausschau nach Kuriermo Geisterlande erreicht. Ach so, das ist hier unten schon, ne? Geisterlande sind ja von 10 bis 20. Wisst ihr was? Wir gehen gleich runter. Wir haben ja letztes Mal schon Wir haben ja letztes Mal oder mit dem Iron Man auch schon alles hier durchgequestet. Ich denke, wir sparen uns jetzt auch einiges. So, was wollen wir hier machen? Ich denke, wir reiten gleich durch. Da ist doch Kraut am Fuße. Das. Oh, hätte ich fast das Kraut vergessen. Wo ist denn das jetzt? Das ist da oben auf dem Berg. Ja, komme ich jetzt so nicht an. Ran. Laufen wir mal einfach weiter. Eigentlich habe ich jetzt. Waren hier früher nicht mal Wachen überall? Oder kommt mir das. War mir das nur so? So. Ja, dann sind wir quasi schon aus dem aus dem Anfangsgebiet raus. Wo ist sie denn? Ach so, die ist auf der anderen Seite. Da ist sie. Das macht ja nichts. Wir rennen jetzt hier einmal durch. Ich glaube, ein oder zwei Quests schicken uns, glaube ich, eh gleich nochmal rund drüber.
Irgendwas war da, glaube ich. Hallo. Von Tieren aus... Ah, nee. Wir müssen jetzt hier Tiere töten. Hier vorne. Komm, die machen wir noch. Die Quest machen wir noch. Dann müssen wir eh hier vorne rein. Und ich denke, dann... Das ist ja... Das geht ja instant. Ach, guck mal, schön. So. Schön. Hätte ich die andersrum machen sollen? Wichteli! Hätte ich die Wichtel anders einstellen müssen? Hat der jetzt überhaupt was getan? Na doch, der tut was. Er tut was. Blut? Jawohl, fertig. Supi. Dann Informant. Achso, ich muss vielleicht mal meine Add-ons nochmal aktualisieren. Das mache ich gleich mal. Sonst kriegen wir noch ein paar Fehlermeldungen. Hier, bitteschön. Du wolltest Blut? Kriegst du Blut. So. In den Geisterland. Das machen wir aber gleich. Ich würde sagen, wir machen hier einmal Cut. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir gehen in die Geisterlande. Also, bis dann. Ciao.